Loch in der Wand, Lampe, spitzes Zylinder oder mit Stäben. Gehen wir mal rüber zu ihr. Kann sie ihr was überreichen? Wie wäre es mit einem Feuerzeug? Gwen, kannst du das brauchen? Ja, Gwen kann das gebrauchen. Warte mal. Wo ist die Lampe? So, perfekt. Oh, ein Munitionslager. Ausgerechnet. Wohin soll ich ihn schieben? Gegen die Wand? Yeah. Wie jetzt? Ich dachte, da kommt jetzt so eine Crash-Situation. Geht nicht? Na toll. Wohin damit? Bombe! Auf den Wagen? So weit kann ich das schwere Ding nicht tragen. Okay, dann nehmen wir den Wagen und bringen sie zur Bombe. Hier kommt doch noch meine Bombe. Okay, und jetzt nehmen wir die Wohin Bombe. Wohin damit? Auf den Wagen, Schätzchen. Ich habe nämlich da so eine Idee. Und das war das zylinderförmige Ding, was sie da ertatscht hat. Boah, krass. Warte mal, gibt's hier sonst irgendwas? Nee, ne? Dann nehmen wir jetzt den Wagen und jetzt gegen die Wand, bitte. Hat nicht funktioniert? Können wir echt die Bombe da durch? Ich bin gespannt, was das wird. Ich auch. Und wohin damit? Die Granate ist zu schwer für mich. Ah, wir brauchen dann den... Warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall hier die Schubkarre. Die Schubkarre. Hier wurde früher Fracht verladen. Gibt's denn hier noch irgendwas? Wir haben hier den Schlitten. Ach so, das Ding geht dann nur nach rechts rüber. Kann man hier die Angel irgendwie verwenden? Bin die ganze Zeit am Überlegen, was wir als Ersatzreifen benutzen könnten. Können wir was löten? Nee. Oder Konserven aufmachen? Die Vase können wir bestimmt auch nicht dafür verwenden, ne? Okay. Mit dem Messer. Können wir das ihr übergeben? Wie wär's damit? Ich weiß gar nicht. Ich schaue nur einmal ganz kurz. Könnte man irgendwie was abmachen hier? Weil hier kann ich gar nichts machen. Ich habe wirklich nur den Wagen. Und ich glaube, dass die einzige Möglichkeit, die man tatsächlich dann nur noch hat, ist halt, dass wir... Ach so, kann sie das nicht zurückgeben? Nee. Echt jetzt? Hier, nehmen Sie! Ich muss doch hier das durchgeben können. Wieso kann ich ihr das Messer nicht zurückgeben? Wohin mit der Bombe? Ja, sie kann sie von der anderen Seite nicht nehmen. Ich würde ja sagen, mach das Rad ab. Warte mal. Aber womit? Den Wagen. Vielleicht mit dem Lötbrenner? Kann sie den? Nee, kann sie nicht. Mit der Stange auch nicht. Wir haben die Konsole, wir haben den Schlitten. Der Transportschlitten läuft über eine Schiene an der Decke. Erstmal muss ich die Schubkarre irgendwie... An der Schubkarre fehlt das Rad. Ja, das habe ich soweit verstanden. Kann sie eigentlich zurück? Nee, kann sie nicht, ne? Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Und hier zur Rampe hoch kann sie auch nicht, ne? Schlitten. Hier wurde früher Fracht verladen. Kann man mit der Rampe hier was machen? Hier.
Hier wurde früher Fracht verladen. In der Fracht muss doch was drin sein. Mach mal auf. Mann, ich sitze schon wieder fest. Kann man da nichts mitmachen? Mit dem Pilz ist auch so eine komische Sache. Ich würde ja tatsächlich sagen, dass Gwen einfach hier das Rad vom Wagen... Festgeschraubt. Okay, ja, also es funktioniert tatsächlich. Ja, sorry. Ich hätte das einfach früher ausprobieren sollen. Alles, was festgeschraubt ist, müsste man... Wo ist das Messer? Ich habe doch ein Messer. Messer? Ernsthaft jetzt? Wo ist das Messer hin? Bin ich blind? Festgeschraubt. Man könnte es theoretisch... Gwen? Ach, ich habe das Messer... Oh. Sorry, Leute, ich weiß nicht. Es tut mir leid. Wenn ich das Rad abmache, kippt der Rollwagen und die Granate fällt runter. Und ich bin eindeutig zu jung zum Sterben. Okay, das heißt, ich muss auch noch was drunter legen, ne? Gut, zurück zu ihr. Was könnte man drunter legen? Dass es nicht umkippt. Vielleicht den Rucksack? Hm. Oh, die Dosen. Nee. Ich würde ja tatsächlich die Dose nehmen oder das Buch. Haben wir auch schon probiert. Hm, was könnte man als Polsterung nehmen? Die Vase würde ich dann noch, aber sie will ja nicht. Sie ist so anstrengend. Handtasche? Geht nicht. Gut. Können wir die Schubkarre... An der Schubkarre... Dann müssen wir das anders machen. Zurück. Wir nehmen den Wagen. Festgeschraubt. Ja, warte mal. Wir machen das kurz. Kann ich den nicht mehr schieben? Kann ich die Bombe nicht... Das heißt, ich kann beim Wagen nur da dran. Ich brauche aber irgendetwas, womit ich abstützen kann. Und da sie das von dort aus nicht machen kann, muss es tatsächlich irgendwas von hier sein. Der Transportschlitten läuft über eine Schiene an der Decke. Ups, nee, zurück. Warte mal, hier oben ist doch auch eine Schiene, oder nicht? Mal kurz abchecken. Hat sich hier was getan? Nee, ne? Kann ich vielleicht hier an der Konsole etwas machen? Können wir das ein bisschen hier manipulieren? Wäre das eine Möglichkeit? Kann, dass ich das irgendwie aufmache? Der Transportschlitten läuft über... Tja. Und so stehe ich da, ne? Wieder mal. Ausweis, Rucksack. Überleg, logisch. Wir brauchen einen Radersatz, irgendwas. Ich würde tatsächlich entweder die Bücher drunter legen. Isolierte Metallstange würde es ja theoretisch... Oder die Konservendosen. Ich verstehe halt nicht, wieso sie... Das Loch ist zu klein, da passe ich nicht durch. Ja, dann schmeiß ihr was rüber. Rucksack ging nicht, das ging auch nicht. Mein Terminplaner kann ich auch nicht reinschieben. Autoschlüssel. Nee. Hier wurde früher Fracht verladen. Der Ausgang wurde zugemauert. Aha, wir haben noch einen zugemauerten Ausgang. Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich die Bombe, ne?
Weiter hierhin kann sie nicht, oder? Doch, kann sie. Oh. Ein loser Stein. Da haben wir es schon. Nach draußen. Ach. Der Ausgang wurde zugemauert. Okay. Ich habe das Rätselslösung, da bin ich mir ziemlich sicher. Manchmal zahlt es sich doch aus, wirklich ein paar Mal drüber zu schauen. So, Gwen, das schaffst du. Du wirst jetzt hier an den Wagen gehen. Und dann einmal hier das abmachen. Wenn ich das Rad abmache. Ja, Schätzchen, aber du kannst hier... Prima, passt perfekt unter den Wagen. Sehr gut, und jetzt das. Jetzt kann ich das Rad gefahrlos abmachen. Perfekt. Gut, und dann gibst du jetzt dieses Rad durch das Loch. Vielleicht können Sie ja damit was anfangen. So, und dann werden wir versuchen, wo ist das Rad? Da, das hier dran zu machen. Hey, das Rad passt. Perfekt. Jetzt ist die Karre wieder voll einsatzfähig. Bringen wir das zum Loch. Und jetzt kann sie ja theoretisch die Bombe da durchschieben, richtig? Gute Idee. Ja. Hier, nehmen Sie. Hab sie. Alles klar. Okay. So, zurück zu ihr. Und sie kann jetzt die Schubkarre... darüber schieben. Genau, und jetzt würde ich sagen, dagegen, oder? Nein? Warte mal. So kann sie dann das Ding... Und wohin damit? In den Schlitten. Kannst du mal mit anpacken? Wir müssen die Granate hier vorsichtig einhängen. Okay, das hat funktioniert. Und nun? Der Transportschlitten läuft über eine Schiene an der Decke. Was machen wir jetzt damit? Deckung, Gwen! Achso, okay, sie macht automatisch Flügel. Das wollte ich sehen. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Oh nein. Okay, wir haben Bist alles du okay? geschrottet. Ah, da kommen wir raus. Alles in Ordnung. Hast du die Schatulle? Ja. Da vorne sind sie. Oh oh. Oh nein, sie kommen. Versteck dich im Wald. Ich lenk sie ab. Stehen bleiben. Oh oh. Oh nein. Oh nein, die Schatulle. Ja, toll. Wir haben die ganze Arbeit nur umsonst gemacht. Schnell, steig ein. Ja, toll. Schätzchen, sag jetzt zuerst, dass du die Schatulle dort gelassen hast. Wo ist die Schatulle? Ich konnte sie nicht festhalten. Aber dafür habe ich das, was drin war. Ah. Oha. Krass. Aua. So viel Action hier, ey. Und was ist mit Gwen? Miese Schützen, diese Nazis. Ihre Tochter hatte leider nicht so viel Glück wie ich. Die haben sie mitgenommen. Ich wüsste zu gerne, warum. Wir gehen davon aus, dass sie direkt hinter den eisernen Vorhang geflohen sind. Mittlerweile sollten sie in Ost-Berlin sein. Und wie gedenkt der Mossad, meine Tochter da rauszuholen? Für den Mossad ist der Fall erledigt. Kessler ist tot. Was? Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Ich sagte, für den Mossad ist die Sache erledigt. Nicht aber für mich. Es gibt da noch ein paar offene Rechnungen. Kesslers Schergen haben meine ganze Familie auf dem Gewissen. Unser Ziel ist also dasselbe. Wir sollten keine Zeit verlieren. Gut, holen wir Gwen zurück. Okay.
Das fühlte sich wie eine halbe Ewigkeit an, dieser Part, ne? Ich weiß auch nicht. Aber gut. Und, wie läuft's? Nur Bruchstücke, Erinnerungsfetzen. Nichts von Bedeutung. Dann erhöhen Sie gefälligst die Dosis. Dringen Sie tiefer in Ihr Unterbewusstsein ein. Das arme Kind wird unter Drogen gesteckt, oder was? Sie wissen, welche Folgen das haben kann. Das Leben des Mädchens ist ein durchaus vertretbarer Preis für den Schlüssel zu unserem Sieg. Tun Sie das, was nötig ist. Ich erwarte Ergebnisse, und zwar schnell. Wie Sie meinen, Frau Genossin. Zwischen den Fronten, drittes Kapitel. Ja, so fühlt sich das ein bisschen an, so zwischen den Fronten. Ich habe interessante Informationen für Sie. Die Entführung des Mädchens geht nicht aufs Konto ehemaliger SS-Mitglieder, sondern auf das des KGB. Angeführt wurde das Kommando übrigens von einer Stasi-Agentin. Sie sollte von Kessler Informationen über ein Projekt der Nazis beschaffen. Wotan? Details sind mir nicht bekannt. Aber angeblich führen die Sowjets das Projekt fort. Und zwar in einer streng geheimen Einrichtung im Moskauer Untergrund. Und Gwen? Ich weiß lediglich, dass ihre Tochter in diese Anlage gebracht wurde. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Die CIA hat mehrere Zugänge zu dem Komplex lokalisiert. Einer davon soll sich unweit des Kremls befinden. Na gut, brechen wir auf. Wir? Sie kommen mit? Mhm. Wollten Sie nicht nach den Mördern Ihrer Familie suchen? Schwierig, solange ich kaltgestellt bin. Aber falls ich herausfinde, was der KGB da in Moskau treibt, bringt mich das wieder ins Spiel und ich kann meine Jagd fortsetzen. Außerdem möchte ich natürlich nicht, dass Gwen etwas zustößt. Okay, kann nicht schaden, eine Agentin an der Seite zu haben, wenn man sich mit dem KGB anlegt. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Leute, kommt euch das bekannt vor? Wir waren im ersten Teil schon da, ne? Da, wo das Rätsel mit diesem Fotografen war und so. Cool. Anna? Verdammt. Wo steckt sie bloß? Anna? Ich kann hier nicht länger warten, Gwen. Die Zeit drängt. Dank der Koordinaten des Agenten finde ich den Zugang zur Forschungsanlage auch ohne Annas Hilfe. Warte mal, ich... Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt in Moskau, ja? Oh, was ist das? Die Koordinaten für den Geheimgang zur Forschungsanlage des KGB und ein paar Notizen. Wenn ich das richtig entziffere, ist der Eingang unter zwei Särgen zu finden. Okay. Der Inhalt meiner Brieftasche ist wie immer sehr übersichtlich. Hat sich nichts geändert? Ein knitterfreier 10-Pfund-Schein. Das Messer gehörte meinem Bruder. Ich habe es immer bei mir. Na gut. Das ist der Zug, mit dem wir hergekommen sind. Joa. Das ist der Zug. Ups. Der Schuppen ist verschlossen. Ich habe nur jetzt nicht ganz verstanden. Habe ich hier irgendwas verpasst oder warum ist Anna jetzt nicht da? Oder hat er einfach nur geschlafen wahrscheinlich, ne? Den Koordinaten nach müsste es hier irgendwo sein. Unter zwei Gräbern? Potzblitz! Das Mausoleum auf dem Roten Platz. Darin muss sich der geheime Zugang zur Forschungsanlage befinden. Mist. Das dürfte dann doch deutlich schwieriger werden als erhofft. Aber mir bleibt keine Wahl, wenn ich Gwen retten will. Okay. Oh, ein Kiosk. Der gute alte Kiosk. Oh, dieser Wagen sieht süß aus. Strastwoche. Hallo. Darf ich fragen, was Sie hier verkaufen? Nur Süßigkeiten, aber davon habe ich ein reichhaltiges Sortiment. Für wirklich jeden Geschmack. Bonbons, Gebäck, Lakritzstangen, Zuckerwatte, Eiskonfekt. Danke. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Haben Sie immer so lange auf? Da. So lange wie das Mausoleum. Die Besucher sind schließlich meine besten Kunden. Aber nur noch 2 Stunden, dann habe ich Feierabend. Das heißt, in 2 Stunden schließt auch das Mausoleum? Da. Wenn Sie sich das anschauen möchten, sollten Sie sich also beeilen. Gut zu wissen. Da. Bei dem Angebot verliert man schnell den Überblick. Könnten Sie mir die Qual der Wahl ersparen und mir etwas empfehlen? Am beliebtesten sind wohl die Batonchiki. Ein Batonchiki? Und Brianiki, eine Art Lebkuchen. Sehr lecker schmecken aber auch die Bratäpfel. Nach dem Rezept meiner Babuschka. Ich habe einen Bärenhunger. Geben Sie mir einfach alles. Allerdings kann ich Ihnen nur diesen 10-Pfund-Schein anbieten.
Den nehme ich doch gerne. Leider kenne ich den Wechselkurs nicht. Ich auch nicht. Ja, klar. Geben Sie mir einfach ein paar Rubel Wechselgeld. Wie großzügig. Spasiba. Aua. Hier, lassen Sie sich schmecken. Ist voll Spasibo. Das mundet in der Tat vorzüglich. Hunger ist eben immer noch der beste Koch. Oh, lecker. Ich will auch. Ein kleiner, harter Lebkuchen. Das zähe Schokoladenkonfekt mag ich nicht. Ach, Junge. Okay. Der Sitz der Sowjetregierung. Ich kann davon ausgehen, dass hier jeder Quadratzentimeter streng überwacht wird. Dann spielen wir besser mal möglichst überzeugend Tourist. Ja, das sollten wir hinkriegen. Dort drin befinden sich die einbalsamierten Leichname von Lenin und Stalin. Und natürlich auch der versteckte Zugang zur unterirdischen Forschungsanlage, in die Gwen verschleppt wurde. Mhm. Können wir da hin irgendwie? Hier, Warteschlange. Ganz schön was los. Ich stelle mich besser mal an und schaue mich drinnen ein wenig um. Gute Idee. Halt! Bitte leeren Sie die Taschen. Keine Fotos, keine schweren Gegenstände, nichts anfassen. Wie Sie meinen? Die Brieftasche können Sie behalten. Alles andere bekommen Sie am Ende des Rundgangs selbstverständlich zurück. Gehen Sie bitte weiter. Jede Gruppe hat für den Rundgang genau 2 Minuten. Okay. Oh, wie gruselig. 2 Minuten. Das macht meine Suche nach dem Eingang nicht leichter. Was? Was? Da steht, dass das dunkelrote Tuch mit Stern, Hammer und Sichel seit 1923 die Staats- und Handelsflagge der Sowjetunion ist. Ob davon auch dieser Ausdruck mit dem roten Tuch kommt? Mhm. Mit der Kurbel werden die Flaggen aufgespannt. Nichts anfassen! Oh, Entschuldigung. Bitte nicht anschreien. Warte mal. Aber dann muss doch hier irgendwo... Die gibt aber so lange Wachen und Besucher zugegen sind, komme ich da nicht dran. Okay. Ich kann mit denen auch nicht reden, ne? Sarkophage, Rundgang fortgesetzt. Hier hinten ist deutlich weniger los. Ah, hier. Aber ich komme nicht durch ohne das Messer, ne? Das schaue ich mir doch mal genauer an. Ja, das kann er wohl auch... Nee, doch nicht. Sie sitzen zu fest. Hast du nichts in deiner Brieftasche? Leer. Übersichtlicher geht's nicht mehr. Ich brauche irgendwas, womit ich das abmachen kann, ne? An dieser Winde fehlt die Kurbel. Na toll. Tisch? Alles voller Krümel. Gab wohl Kuchen oder Kekse in der Pause. Okay. Da, trotz Kommunismus habe ich mein Eigentum wieder erwartend zurückbekommen. Ich brauche das Messer da drin. Warte mal, kann ich das vielleicht verstecken? In der Brieftasche? Im Kuchen? Nein? Kann ich irgendjemanden bestechen? Wir versuchen es nochmal. Halt! Bitte die Taschen leeren. Selbstverständlich, Genosse. Kann ich die Kurbel? Nur gucken, nicht anfassen. Der Soldat passt auf wie ein Schießhund. Kann ich den Soldaten irgendwie... Kann ich nicht, ne? Das habe ich mir schon angeschaut. Da steht, dass das Dunkelrot... Ha. Die Genossen Lenin und Stalin. Unter ihren... Aber so lange wachen und bis... Kommen wir nicht dran, ich hab's verstanden. Und hier haben wir wirklich nur das, wo ich halt was aufmachen muss? Was ist mit der Flagge? Die sogenannte Siegesfahne der Roten Armee. Ich könnte theoretisch, wenn ich die Kurbel habe, das hier hoch machen, ne? Oder irgendwie Aufmerksamkeit darauf. Alles voller Krümel. Gab wohl Kuchen oder Kekse in der Pause. Ja, ich würde gern da was... Ich weiß nicht, ob ich das mit dem... mit der Brieftasche... Sie sitzen zu fest. Sie sitzen zu fest. Weil da geht's schon raus, ne? Was ist mit dem Tisch?
Ups. Das muss doch irgendwas... Ich muss den Typen irgendwie ablenken. Wir können hier nur raus. Haben diese Flagge, der Typ hier. Ich muss dem Rundgang folgen, wenn ich wieder hinaus will. Hm. Und hier rechts geht's auch nicht lang, ne? Nee. Da. Und schon bin ich wieder draußen. Huch! Fängt es an zu regnen? Das hat vorher nicht geregnet, ne? Im Moment habe ich nichts mit ihr zu besprechen. Er will auch nicht mehr zu ihr. Wir haben nur die Warteschlange. Boah, Leute! Der Lebkuchen passt gerade so rein. Echt jetzt? Da passt nichts mehr rein. Rein damit. Aha. Das Messer kriege ich da aber nicht mehr rein? Da. Was? Da passt nichts mehr rein. Gut, versuchen wir es jetzt nochmal mit unserem Krümelkeks. Halt! Bitte die Taschen leeren. Selbstverständlich, Genosse. Ich leere die Brieftasche mal wieder aus. Okay, wir haben Münzen, wir haben Lebkuchen. Wir könnten versuchen mit dem Lebkuchen. Können wir niemanden damit irgendwie bestechen? Nicht bestechen? Schade. Aber wir können vielleicht mit der Münze das abkriegen mit dem Lüftungsgitter. Das müsste doch funktionieren. Gute Idee. Aber selbst die kleinen Münzen sind noch zu dick. Oh, nee. Echt jetzt? Toll. Kann ich vielleicht den Lebkuchen auf... Der Soldat steht auf Süßes. Aber ich leg den Lebkuchen erst beim Verlassen des Mausoleums heimlich auf seinen Teller. Aha. Er will beim Verlassen ihm heimlich auf seinen Teller legen, ja? Dann beende ich mal meinen Rundgang. Und jetzt gehen wir da nochmal rein? Und ist dann der Typ weg, oder was ist los? Halt! Bitte die Taschen leeren. Selbstverständlich, Genosse. Oh nein, jetzt habe ich, glaube ich, den Keks nicht wieder reingepackt, ne? Ach, den Keks sage ich schon. Ja, die Brieftasche. Leer. Übersichtlicher geht's nicht mehr. Oh no. Aber er ist beschäftigt, ne? Nein, 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 Kurbel. Die Wache schaut nicht her. Das ist meine Chance. So, Kurbel weg. Hier hin. Kurbel dran. Passt. Ich nehme sie wieder mit. Nein! Passt. Können wir das jetzt irgendwie... Die sogenannte Siegesfahne. Wieso will er die wieder mitnehmen, verstehe ich nicht. Ich nehme sie wieder mit. Oh Mann, Junge, ich habe mir so viel Mühe gegeben damit. Passt. Und ich krieg die Dinge nicht. Sie sitzen zu fest. Warte mal, nehmen wir wieder mit? Ich nehme sie wieder mit. Vielleicht während der nicht hinsieht, können wir zum Sarkophag? Die Genossen Lenin und Straber so lange wachen und Besuch. Okay, wieder hier dran. Kann er das nicht wieder dran machen? Da steht, dass das dunkelrote Tuch mit Stern, Hammer und... Können wir die Kurbel irgendwie da... Er hat den Lebkuchen komplett verputzt. Okay.
passt. Muss ich noch einen Durchgang machen? Kann es sein? Ich mache das jetzt nochmal. Dann beende ich mal meinen Rundgang. Was machen wir da? Das weiche Konfekt lässt sich ganz gut in die Brieftasche drücken. Tatsächlich hat reingepasst. Rein damit. Gehen wir für noch eine Runde? Halt! Bitte die Taschen leeren. Selbstverständlich, Genosse. Ich leere die Brieftasche mal wieder aus. Wir haben wieder Konfekt, wir haben diese Münzen. Kann ich die Münzen hier irgendwie anwenden? Hier ist auch nichts passiert. Ne? Er hat den Lebkuchen komplett verputzt. Damit geht das auch nicht. Ich nehme sie wieder mit. Warum willst du sie wieder mitnehmen? Kann ich... Mit Fundstücken sollte ich mich am Ausgang besser nicht erwischen lassen. Ich verstehe halt nicht, wieso er die Kurbel nicht betätigt. Passt. Damit kann ich auch nichts machen. Gute Idee. Aber selbst die kleinen Münzen sind noch zu dick. Ich brauche halt definitiv das Messer, ne? Übersichtlicher geht's nicht mehr. Gut, gehen wir raus. Vielleicht muss ich ihn nochmal irgendwie mit Kuchen... Dann beende ich mal meinen Rundgang. Lässt er ihm den Kuchen nicht da? Hat er nicht gemacht. Das heißt, ich übersehe definitiv etwas. Ach, ich weiß aber nicht was. Okay, Leute. Ich werde aber an dieser Stelle dann einen Cut machen, ne, weil ich komme nicht weiter. Ich muss noch mal ein bisschen Abstand nehmen und drüber nachdenken. Ne? Und ja, ansonsten würde ich sagen, wie immer, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.